Hallo Leute und herzlich willkommen zum Finale von Silent Hill. Ja, wir sind im Nowhere, im Nichts, einer Mischung von irgendwelchen Gebieten, die wir teilweise kennen, teilweise schon unterstrichen haben, teilweise gar nicht. Und haben alle Symbole gefunden, die wir hier in die Tür einsetzen müssen. Stehen jetzt kurz vor dem großen Finale. Also recht viel mehr wird da nicht kommen. Und ich bin einfach nur gespannt, wie das Ganze hier ausgehen wird. Wow, richtig tolles Spiel. Und jetzt sind wir sehr gespannt, was hier dabei rauskommen wird. Ich bin gerade im Überlegen, wir werden sicherlich Gebrauch von einer Schusswaffe machen werden. Also mit Sicherheit werden wir da eine Schusswaffe benutzen müssen. Ich bin jetzt am Überlegen, ob wir erst das Jagdgewehr nehmen sollen und dann sozusagen wechseln sollen auf unsere anderen Waffen. Da es höchstwahrscheinlich der allerletzte Kampf wird, werde ich das auch so machen. Vielleicht ganz nochmal kurz nochmal, weil wir nie angeguckt haben, wie der Kampf mit der Axt aussieht. Naja, die ist ja fast so schwerfällig wie unser Hammer. War vielleicht schon eine ganz gute Idee, dass wir dann lieber immer den Notfallhammer hier genommen haben. Das wurde ja am Ende so ein bisschen zu meiner Lieblingswaffe. Hat einfach nur Spaß gemacht, die Gegner damit in Stücke zu hauen. Ja, jetzt speichern wir ein letztes Mal schnell und begeben uns ins Finale. Eine Verbindung zwischen Alessa und unserer Cheryl besteht. Sie sind irgendwie Seelenverwandte. Und jetzt kommt es eben drauf an, unsere Tochter am besten zu retten. Es gibt verschiedene Endings. Mal gucken, welches wir erwischen. Komm, nein. Nein, ich will nicht. Das kleine Mädchen mit der Dahlia. Tu, was Mama dir sagt. Jetzt. Ich möchte nur, dass du mir ein bisschen deiner Kraft leist. Das ist alles. Nein. Ich möchte es nicht tun. Es wird jeden glücklich machen. Und es ist zu deinem eigenen Besten. Aber Mama, ich möchte nur mit dir sein. Mit dir zusammen sein. Nur wir beide, versteh das doch bitte. Ja, ich sehe. Vielleicht war Mami falsch. Vielleicht lag Mami falsch. Mama. Wieso habe ich das nicht vorher gesehen? Da ist kein Grund zu warten. Darin liegt der... Ich hätte es alleine machen können. Was? Die Kraft, die in der Gebärmutter von irgendjemandem liegt, war jetzt da. Also, Womp ist die Gebärmutter, deswegen war ich gerade so ein bisschen, hä? Was für ein Scheiß? Was heißt das? Was kommt dabei raus? Verstehe ich gar nicht so richtig. Naja, okay, Tür zu, die wird wahrscheinlich auch höchstwahrscheinlich zu sein, was denn sonst? Ja, selbstverständlich. Also, Mami, die liebe Dahlia möchte, dass die kleine Alessa ihr irgendwelche Kräfte leiht. Ha, das hat bestimmt irgendwas mit der okkulten Religion zu tun und vielleicht ist genau das auch der Zusammenhang. Oh, Dahlia, da ist er ja. Ja, ich dachte schon, dass du es soweit schaffst. Wo ist Cheryl? Was hast du mit ihr getan? Wovon redest du? Du hast sie schon einige Male gesehen. In ihrer alten Selbst gesehen. Ich bin in der Stimmung für Witze. Siehst du es nicht? Sie ist direkt dort. Das ist absurd. Du bist der Einzige, der so denkt. Warum? Wieso tust du das? Es waren lange 7 Jahre. 7 Tage seit diesem grausamen Tag. Alessa wurde am Leben gehalten. Das wissen wir ja. Ein Schicksal ertragen, das schlimmer als der Tod ist. Alessa wurde in einem unendlichen Albtraum gefangen, von dem sie niemals erwacht. Er wurde von dem Albtraum bla bla bla. Ach so, er wartete auf den Moment, geboren zu werden. Dieser Tag ist nun endlich gekommen. Wollen die einen Gott auferwecken oder so? Die Zeit ist nah. Jeder wird erlöst werden vom Leiden und vom Schmerz. Unsere Rettung ist nah. Das ist der Tag der Wiedergutmachung. Wenn alle unsere Sorgen ausgelöscht werden. Wenn wir zum eigentlichen Paradies zurückkehren.
meine Tochter wird die Mutter Gottes sein. Also wollen die wirklich einen Gott aus ihr wiederbeleben oder was? Die sollen Gott gebären? Wie sinnlos ist das? Und Cheryl ist die Seelenverwandte und deswegen konnten sie die Kraft nicht nutzen, bevor sie Cheryl hatten. Das sieht, um echt zu sein, aus wie so ein Engel. Schön, hell alles. Es wacht auf. Es wacht auf. Das Gottwesen wacht auf. Jetzt kann niemand mehr unterbrechen. Cheryl! Gib ab. Diese Person existiert nicht länger. Cheryl gibt's nicht mehr. Das ist ein Gott. Er steigt zu uns herab, um uns zu erreichen und uns zu retten. Dahlia brennt mal schön ab, ja. Anscheinend hat die ihre Tochter in Flammen gesteckt. Also schön richtig. Dass sie da dafür büßen muss. Ah! Fuck! Okay, ich habe mir schon gedacht, Alter. Was ist mit der los, dass die uns nicht angreift? Aber selbstverständlich hat sie auch Kräfte. Und die hat es uns jetzt mal schön demonstriert. Dieser Gott kann uns also wunderschön Blitze anhaben. Bewegt sich aber gerade relativ wenig, muss man sagen. Ah, fuck, Alter. Sag mal, müssen die Blitze mich treffen? Kann ich den nicht irgendwie ausweichen? Anscheinend kann ich den schlecht ausweichen. Ja, da muss ich mich einfach nach jedem Angriff heilen, ne? Ich habe ja noch einige Heilmittel. Ich weiß nicht. Selbst wenn sie mich jedes Mal angreift, dürfte es reichen. Oh Gott, und da ist die normale Munition schon leer und wir müssen die von unserer Einhandwaffe benutzen. Oh, ich glaube echt, dass wir jedes Mal getroffen werden müssen und es gar nicht ohne Schaden überstehen können. Oh fuck, diesmal hat das liebe Ding aber mehr Schaden ausgerichtet. Dann nehmen wir doch gleich mal. Oh, Harry hat doch sonst immer so gut getroffen, aber jetzt trifft er nicht, oder was? Oh Gott, scheiße, Alter, nein. Wieso, verdammt nochmal? Gibt die uns so viel Schaden, ey. Wieso macht die uns mit jedem verdammt... Naja, okay, dafür steht's ja auch nur rum, ne? Würde sie nicht ordentlich Schaden austeilen, wäre der Bossfight ja zu billig. Also wir kämpfen jetzt gegen die Reinkarnation eines Gottes. Das ist doch auch mal eine ganz nette Idee, oder? Wir kämpfen gegen einen Gott, der geboren wurde von dieser komischen Sekte. Oh, fuck, ich muss mich heilen. Sonst bin ich ja gleich weg. Ja, das reicht, das habe ich wieder voll. Ich darf halt einfach nicht von beiden Elektroblitzen getroffen werden. Einem kann man immer ganz gut ausweichen. Dem zweiten meistens nicht, aber wenn ich einem... Oh, fuck. Fuck, Alter, das war nicht so schlau. Na, das war gar nicht schlau. Ich muss sie so langsam mal wegkriegen. Ich habe nicht mehr so viel. Oh, fuck, ich laufe halt... Wieso laufe ich immer gegen dieses Energiefeld, ey? Bin ich nicht blöd? So, ich muss dich wegkriegen, Alter. Ich habe nicht mehr so viel Energie und auch nicht mehr so viel Leben. Verdammt. Ja, ich muss jetzt einfach mal quicksafen hier. Ja, oh Gott, ich hab's noch sogar gekriegt, ey. Gut, das hätte ich nicht mehr lange ausgehalten. Ja, okay. Gott ist tot. Was machst du jetzt, liebe Dahlia? Na, wobei, nee, Dahlia ist ja tot. Dahlia ist verbrannt. Dahlia gibt's ja nicht mehr. Daddy. Vati. Cheryl. Das ist im Endeffekt... Danke, Daddy. Auf Wiedersehen. Das heißt, wir haben jetzt wirklich unsere eigene Tochter gekillt, oder was? Cheryl? Okay, ich glaube, wir haben eins der bösen Enten erwischt. Das kann doch nicht sein. Du kannst mich auf diese Art verlassen. Das kann nicht passieren. Cheryl! Cheryl! Das war Silent Hill. Wie hat's euch gefallen? Also, letztendlich, ich versuche das jetzt nochmal so ein bisschen zu rekonstruieren, die Geschichte, ne? Also, es gibt einen komischen Kult in Silent Hill. So, die wollten anscheinend irgendwann mal dieses Kind opfern, wollten sich der ihre Kräfte zu Genüge führen und wollten die eben einen Gott gebären lassen, ihren Gott. Diese komische Sekte hat anscheinend geglaubt, dass man Götter erschaffen kann, indem man sie von Menschen, ja, halt wie bei einer normalen Schwangerschaft, entbinden lässt. Und deswegen waren auch die ganze Zeit so komische Anspielungen und alles. Naja, jetzt verstehe ich das endlich mal wieder. Und auf jeden Fall, dieses Mädchen war eben Alessa. Und das Ganze ging schief. Und ein Teil der Seele von Alessa, sozusagen, ich schätze es mal, der gute Teil, wurde in Form von Cheryl zu uns gesandt. Also haben wir halt gefunden, man hat ja gesehen, das ist ein Waisenkind, das wir gefunden haben. Wir haben dann eben die liebe Cheryl aufgezogen und 7 Jahre später, Alessa hat währenddessen eben an ihren Brandwunden gelitten, wurde von Lisa im Krankenhaus versorgt, bla bla bla, und war in so einem Zustand zwischen Leben und Tod. Also eigentlich hätte sie längst sterben müssen an ihren Wunden, aber anscheinend hat sie so einen Hass geschürt auf ihre Mutter oder irgendeine andere Intention gehabt, dass sie da eben überlebt hat.
Und da eben Esperandorte hören wir jetzt gerade übrigens im Hintergrund. Ich versuche jetzt bloß ein bisschen drüber zu reden, ansonsten kriege ich wahrscheinlich wieder irgendeinen Urheberrechtshinweis. Übrigens, vor diesem Finale habe ich mir nochmal Not Tomorrow angehört aus dem Silent Hill Soundtrack. Die Musik, die kam, als Lisa gestorben ist, um mich so ein bisschen auf das Finale hier einzustimmen. Ich hätte es euch auch gerne am Anfang eingespielt, aber ihr wisst ja, GEMA und so, zu dem Zeitpunkt, wenn ich das hier aufnehme, weiß ich auch gar nicht, ob ich den Song überhaupt drin lassen konnte bei Lisas Tod oder ob ich den letztendlich rausschneiden musste. Naja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss ich sagen, letztendlich im Endeffekt ist es doch alles recht klar geworden, ne? Also letztendlich haben sie eben diesen Gott beschworen, da Cheryl hatten sie ja inzwischen. Sie haben ja inzwischen Cheryl und Alessa dann gehabt, konnten also die komplette Kraft nutzen und versuchen, diesen Gott zu gebären, diesen Gott herauszuschaffen, diesen Gott wieder auf die Erde zu senden. Aber ich weiß ja nicht, ob das wirklich ein Gott ist, wenn die doch die ganze Zeit, Michael Gere hat übrigens Harry gesprochen, ich weiß ja nicht, ob man das wirklich als Gott bezeichnen kann, wenn sie denn hier, wenn dieser komische Gott hier halt diese komische Anderswelt von Silent Hill anscheinend erschaffen hat. Weil das war, ich weiß es nicht, diese Anderswelt ist mir noch ein bisschen ein Rätsel. Ist das jetzt die Welt von diesem Gott? Oder ist es die Welt von Alessa? Diese Schmerzwelt von Alessa, weil die muss ja unendliche Qualen gelitten haben, weil von den Verbrennungen so wäre sie eigentlich schon längst tot gewesen. Okay, und Harry, sie ist, wie ihr seht, liegt tot in seinem Auto. Das heißt, wir haben doch das richtig schlechte Ende gekriegt. Das ist anscheinend die Szene, wo Lisa kündigt beim lieben Dr. Kaufmann, weil sie hat ja gesagt, sie will nicht mehr weiter die Alessa pflegen, weil die ja so komisch war. Lisa Garland ist gestorben, Michael Kaufmann haben wir nur mal kurz gesehen, aber ich weiß, dass wir eine extra Mission mit ihm hätten machen können. In dieser Extra-Mission hätten wir dann auch ein anderes Ende gekriegt. Dummerweise habe ich die irgendwie übersehen, die war mal in so einem Nebenzimmer oder in so einem Nebengebäude. Ja, Sybil haben wir getötet, konnten wir ebenfalls nicht retten. Da die liebe Cheryl Mason, die ja eigentlich aus dieser Stadt hier Silent Hill stammt und mit Alessa hier zusammenhängt. Ja, das sieht so auch nicht mal schlecht aus. Das ist sowieso ein bisschen komisch. Alessa müsste ja eigentlich schon die ganze Zeit verbrannt gewesen sein, aber da sieht sie ja eigentlich recht normal aus, ne? Die Wunden wirst du ja eigentlich nicht los. Naja. Alessa Gillespie, da ist die verrückte Dahlia. Ja, genau, und die verdreht auch schon wieder so komisch die Augen. Aber ich glaube, das war eher ein Texturfehler. Nee, sie spinnt einfach. Ja, danke, gib mir ein Küsschen, Alter. Was soll denn das bitte? Ich finde die Frau einfach nur eklig und war furchtbar. Einfach furchtbar. Und da, der liebe Harry ist zu blöd, sich aufzurichten und rutscht erstmal aus. Ja, das war der Anfang des Spiels. Da sind wir aufgewacht nach unserem kleinen Albtraum in der Anderswelt. Wachten wir im Café auf, haben uns auf die Suche nach unserer kleinen Tochter gemacht, auf die Suche nach Cheryl. Sie zwar letztendlich gefunden, aber wir konnten sie nicht retten. Sie hat zum Ende noch gesagt, danke, auf Wiedersehen. Das heißt, anscheinend haben wir sie doch gerettet. Wir haben auf normal gespielt, haben das Spiel zum ersten Mal durchgespielt, ist klar. Haben das schlechte Ending, erwischt, ist ja schon fast klar. Ne? War ja logisch. War ja nicht besonders gut hier. Also einmal sind wir komplett gestorben, ja okay, ne? Gesamte Spielzeit, 5 Stunden, 6 Minuten, 40 Sekunden. Walking Distance, 4000 Kilometer. Alter, nicht ein bisschen übertrieben oder so? Running Distance, 14.000 Kilometer. So viel sind wir mit dem Harry gelaufen. Das glaube ich ja gar nicht, Alter. Das ist ja, kommt mir ein bisschen übertrieben vor. Naja, dafür haben wir 153 von 204 Items gefunden. Durch Kämpfen haben wir 73 Gegner getötet. Durch Shooting, also mit Schusswaffen, haben wir 37 getötet. Ja, das ist aber echt interessant, weil wir haben ja 37, also wir haben ja, genau, wir haben ja am Anfang fast nur Schusswaffen benutzt und am Ende fast nur Nahkampfwaffen und anscheinend haben wir da doch um einige mehr gekillt als mit den Schusswaffen am Anfang in der Grundschule zum Beispiel. Ja, jetzt hier zum Shooting-Style noch. Nahkampfschüsse haben wir 0,45 Schüsse getroffen, was ja eigentlich echt nicht schlecht ist. Also fast die Hälfte aller Schüsse saß, dafür, dass der Harry kein ausgebildeter Schütze und so ist, ja eigentlich ganz gut. Middle-Range-Shots haben wir 0,2, also 20% aller Schüsse getroffen. Auf größere Distanz nur 6% aller Schüsse. Und Schüsse, wo wir nicht geaimt haben, waren 28%, also wo wir anscheinend kein Ziel ausgewählt haben, so verstehe ich das jetzt mal. Rang 3 Sterne. Ist ja ganz gut. Ja, ich würde gern speichern. Aber Moment, ich habe keine Speicherkarte, deswegen funktioniert das gar nicht. Nun gut, Leute, dann würde ich sagen, dass wir hier das ganze Spiel beenden, das ganze Projekt beenden. Ich muss sagen, Silent Hill war ein Projekt, das mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Es war mal wieder ein richtig schönes Horrorspiel.
Und es hat ja auch einfach eine geniale Story, ne? Ich werde auf jeden Fall, also auf jeden Fall werde ich auch Teil 2 und 3 spielen. Natürlich wahrscheinlich nicht direkt im Anschluss. Jetzt kommt erstmal ein anderes Spiel, das ich auch schon ausgesucht habe, aber ich möchte da nicht so viel vorwegnehmen. Silent Hill, tolles Spiel. Eigentlich meine Lieblings-Videospielserie sowieso. Also es gibt kein Videospiel, das ich mehr mag als Silent Hill. Und insofern würde ich mich freuen, wenn ihr, ja, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, wenn euch dieses Projekt gefallen hat, mir eure letzten Gedanken zu Silent Hill in die Kommentare schreibt. Was wollt ihr jetzt noch vor Ende dieses Projektes loswerden? Was bewegt euch noch? Gibt es noch irgendwas, was ihr mir sagen wollt? Ich weiß, dass man eine Mission mit Dr. Kaufmann machen konnte in irgendeinem Motel oder so, aber das habe ich leider übersehen. Und dass man die Sibyl auch hätte retten können durch irgend so eine Flüssigkeit. Dafür haben wir ja auch die Plastikflasche gefunden. Wir hätten da, glaube ich, im Krankenhaus oder so irgendeine Flüssigkeit abfüllen können und damit dann die Sibyl retten können, aber die Flüssigkeit habe ich natürlich genauso verpennt wie die Nebenmission mit dem Kaufmann. Naja, ich habe mich hier ordentlich gegruselt während des Let's Plays und vielleicht ist es vielleicht ist es auch gar nicht mal so schlecht, dass wir somit ein böses Ende gekriegt haben, weil, naja, Silent Hill ist kein schönes Spiel. Silent Hill ist verstörend, disturbing images und so haben wir ja ganz am Anfang des Let's Plays schon als Warnung gekriegt. Und insofern, wieso sollte man da auch kein böses Let's, keine böse Message, kein böses Ende kriegen? Freut mich, dass ihr dabei wart. Schaut auf meinem Kanal rum, was euch sonst noch an Projekten gefällt. Das nächste kommt bestimmt, kommt bald. Mir hat Silent Hill Spaß gemacht. Ich kann jetzt nur noch am Ende sagen, ein letztes Mal in diesem Silent Hill Projekt. Danke fürs Gucken. Für den vorherigen Silent Hill Part klickt ihr links oben. In den nächsten gibt's nichts. Das war das Finale. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich verabschiede mich mit einem schönen bis zum nächsten Mal im Nebel, im dunklen, grausigen Silent Hill.